Diese Stadt ist das allerletzte. Wie wilde Tiere in den Gassen, auf der Suche nach dem letzten Schuss. Machtlose Cops, die denken, sie hätten hier irgendwas zu sagen. Gangs und Mafiabosse, die jeden Abend feiern. Und Bürger, die lachend in ihren eigenen Untergang rennen, vollkommen ahnungslos. Eigentlich hat dieses Drecksloch nichts Besseres verdient. Ein Ort, an dem man vergeblich nach Gerechtigkeit sucht. Die Leute fragen mich, warum ich nicht einfach in den Ruhestand gehe. Doch irgendwie ist Aufgeben keine Option. Denn dieses Mal wird entweder alles anders oder zu Ende sein. Diese Stadt, das ist meine Stadt. Und es gibt noch so viel zu tun. He's back! Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zum Anfang vom Ende. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil das wird heute ein bisschen länger dauern. Ich habe seit einem Monat die Scheiße heute vorbereitet. Videos wurden geschnitten, Gespräche wurden geführt, Dinge wurden gemacht. Und natürlich bin ich von Anfang an dabei. Natürlich bin ich von Anfang an dabei. Wir haben, glaube ich, vor 4-5 Monaten aufgehört. Ab heute gibt es wieder RP. Manfred Lentsch ist zurück, aus dem Meer aufgestiegen, mehrmals von einem LKW überfahren, erwürgt, gegürtelt, erschossen. Er ist trotzdem wieder da. Neue Story, neuer Charakter oder alter Charakter, neue Optik. Es geht rein. So. His final form is released. Und um Gottes Willen willst du ihm nicht über den Weg laufen. Ah. So, ich versuche euch ein paar Sachen, ein paar Einblicke zu geben, die ich geben muss. Einfach damit ihr den Kontext ein bisschen versteht von Sachen, die jetzt passieren. Ein paar Sachen werdet ihr aber auch über den Verlauf der GTA-RP-Geschichte, die ich selber noch nicht kenne, mit mir gemeinsam erfahren. Kurzes Szenario-Update. Manfred Lentsch ist der Chief of Police vom Polizeidepartement Los Santos. Es gibt einige Änderungen und ich stehe ja hier schon freudig erwartend an meinem Bürotisch und mache Blödsinn. Wir können ein kleines Optik-Update machen von Lentsch. Es gibt nämlich kleine Updates. Sektor hat im Discord nämlich geschrieben, dass es kleine Möglichkeiten gibt, den Charakter anzupassen. Und da wir in letzter Zeit so viel Content von Apo Red hatten und das mich wirklich beeinflusst hat, hat Lentsch jetzt eine Anime-Narbe im Gesicht. Ah, wundervoll. Lentsch ist jetzt halbe Final Fantasy Charakter und ist in seiner, um eine gewisse Außenwirkung zu haben auch. Und da könnt ihr Ruffy, Naruto und natürlich auch die anderen Anime-Endbosse fragen. Dem einen oder anderen wird das aufgefallen sein. Dünner geworden. Die Charaktere sehen immer gleich aus, was die Speckigkeit angeht. Dem einen oder anderen wird das aufgefallen sein. Das Polizeidepartement ist nun black and white. Ist nicht mehr braun. Es gibt also eine optische Änderung. Ansonsten ist das Old School Department aus der vorherigen Staffel. Ja. Immer drumherum, dann könnt ihr das ja sehen. Ich mache es mal hier. Kleine Tour. Es ist kühl. Es ist kalt. Server ist gerade angegangen, also es ist genau die richtige Zeit, um sowas mal zu zeigen. Nummer 69. Das
PD69. So, du kommst hier rein. Das muss ich jetzt auch mal aufschließen. Man kann jetzt hier reinkommen. Das ist, wie gesagt, so wie man das kennt. Rechte Tür, linke Tür für Leute, die hier arbeiten. Und alternativ ist das alles so, wie man es kennt. Ne? Also wirklich eins der schönsten Polizeidepartements, wie ich finde. Dies ist ein stiller Protest. Finde ich sehr gut. Und ich übernehme die Koordination. Ich will nicht zu viel, also ich will nicht ganz so viel verraten, aber es gibt eine Menge neuen Shit. Eine neue Shit, weil und das will ich sagen, die vergangenen Male, dass ich mir ein Polizeidepartement angenommen habe, also ein GTA-LP, war es immer so, dass ich es entweder in einem merkwürdigen Szenario aufgebaut habe oder ich habe es repariert. Und dieses Mal ist es ein bisschen anders. Ist ein bisschen anders und das werde ich euch gleich zeigen, weil wir entgegen der normalen Erwartungshaltung nicht die normale Herangehensweise haben an PD. Also wie sage ich das jetzt, ohne zu viel zu spoilern? Es wird möglich sein, kein Polizist zu sein, um trotzdem im Polizeidepartement zu arbeiten. Sowas beispielsweise. Ja, es wird richtig unangenehm, denke ich. Aber ich habe mir dabei was gedacht. Wenn man auf die Karte guckt, ja, das ist klassische Los Santos. Das ist eine zweite Sache, die ich spoilern kann. Nee, die wartet ihr ab. Die werdet ihr schon sehen. Aber das ist die neue Verteilung von allen möglichen Sachen. Für den Fall, dass ihr nicht als, das kann ich sagen, das steht nämlich auch im Discord. Es gibt super viele Sachen, wie man Geld verdienen kann. Es gibt ganz, ganz viele Minijobs. Ich glaube, das sind immer diese Dinger. Nee, das ist Essen. Diese Minijobs sind diese hier. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Minijobs. Man kann farmen. Es gibt alles Mögliche. Also ob man nun einen Stundenlohn hat hier, wo man irgendwie Golfcarts wegfährt. Oder man muss Holz hacken oder was auch immer. Man kann auch farmen gehen, es gibt Zementmischer, es gibt Minen, es gibt alles Mögliche. Also es ist alles mit dabei. Es wurde nicht auf Farming verzichtet. Für jede Person, die irgendwie Bock auf irgendwas hat, die kann vorbeikommen und die kann hier was machen. Es gibt, ich weiß gar nicht, es ist sehr viel. Ne? Sollte man sich vielleicht im Discord durchlesen. Es gibt neue Bärte, es gibt neue Klamotten, es gibt wieder Schmuck, es gibt neue Tätowierungen, es gibt, was haben wir noch? Was steht noch im Discord? Ja, und es gibt, und das ist, was Leute vermisst haben, es gibt jetzt halt nicht wie in Liberty City nur eine Stadt, sondern es gibt endlich wieder ein Land. Also Leute, die es vermisst haben, irgendwo irgendwo rumzufahren oder so im Norden, das ist alles wieder da. Es sieht alles übel gut aus. Wir haben natürlich auch das Baum-Update mit drin. Das heißt, ich glaube, das habe ich schon auf einigen Servern gesehen, wenn du den Highway runterfährst, sind jetzt hier performante Bäume platziert. Es sieht alles dicht bewachsen aus. Ist richtig cool. Wir werden später vielleicht mal rumfahren. Und dann werden wir mal schauen. Lange Performance-Tests habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wir werden mal gucken, wie das Ganze läuft und werden so ein bisschen die neue Map kennenlernen. Ja, wir müssen uns auch Essen kaufen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was dabei von der Einführung. Ne? Also ich habe hier noch ein paar Powerriegel, aber ich will ja normales Essen holen. Ja. Oben links? Ich kann auch nach oben links. So. Ich baue also das Polizeidepartement. Ich baue das Polizeidepartement im Süden auf. Wir haben natürlich hier wieder eine Garage. Es gibt tatsächlich auch Casino, ja. Es gibt tatsächlich auch Casino. Wir haben auch ein leichtes Sirenen-Update. Wie man sehen kann.
Und was jeder Polizist zu schätzen wissen wird, man kann nun Tore auf große Distanz öffnen. Ohne dass man aussteigen muss oder irgendwas aufmachen muss. Man kann sich auch wieder schließen. Das klingt jetzt bescheuert, aber es ist ein sehr gutes Quality of Life Feature. Ja. So. Es gibt jetzt übrigens ein, das ist übrigens ganz nice, da freue ich mich auch drauf. Es gibt ein anderes Schadensmodell. Also, ich zeige das vielleicht nochmal, wenn ich an dem Auto rausgehe. Weil das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man sich auf Fahrzeuge einlässt. Das wird unangenehm für viele, aber es wird sehr angenehm für die meisten. Also, Fahrzeuge haben ja das Problem mit dem gesunkenen Schaden. Ne? Oder rennt jemand rum? Mit dem gesunkenen Schaden. Das heißt, manchmal kann es sein, dass Leute Schaden nicht sehen und dass man Schaden auch reparieren kann, wenn man einparkt. Das ist jetzt nicht mehr so. Man sieht ein Schadensabbild im Fahrzeugmenü. Der Zustand ist jetzt hier beispielsweise top. Und wenn der Zustand defekt ist, weil du das Fahrzeug zu krass crasht, dann wirst du gezwungen dazu, es zu reparieren. Ansonsten kannst du es nicht einparken. Beziehungsweise, wenn du es einparken willst, kostet es eine unglaublich hohe Summe. Mir wurde gesagt, das gab es vorher schon, ich habe es auf dem alten Sektor nicht mitbekommen, deswegen sage ich es einfach hier, weil mein Stream das nicht kennt. Ja. Kam nach dem letzten Char erst. Ja, ja, das kann sein, dass das kam. Und warten bis ein Serverneustart? Nee, ein Serverneustart bringt nicht, dass die Fahrzeuge einparken. Außerdem gibt es keine Serverneustarts. Tatsächlich. Also, das funktioniert halt nicht. Also, du kannst, sprich, es ist nicht möglich, Fahrzeuge per Garagen einparken zu reparieren. Was cool ist. Also einfach so. Du musst halt dafür bezahlen. Wenn du bezahlst, ist das ganz nice. Ich wollte mir noch eine Animationsliste zusammenstellen. Und zwar brauche ich Stift und Zettel. Es gibt wohl auch neue Animationen. Da kann ich aber nicht so viel sagen. Es gibt eh viel zu viele Animationen. Aber Notizen machen ist eine wichtige Animation für mich. Aktensystem ist auch wieder da. Da ist natürlich jetzt noch nichts drin. Theoretisch sollte ich der einzige Mitarbeiter sein, aber wahrscheinlich ist noch jemand vom Serverteam drin. Ich muss mir erstmal eine Dienstnummer geben. Das ist der... Ihr seht hier auch, es gibt 13 Ränge, es ist nicht mehr 10. Ja. Manfred24.ls. Alles klar, Digga. Ja, gut. Personalakte haben wir, internes Infos. Jetzt sollte ich auch bei Streifen gelistet sein. Genau. Ah, das ist ja merkwürdig. Ja, jetzt muss ich Leute einstellen. Wenn keine Leute kommen, fahre ich erstmal rum und es gibt zwei Leitstellen jetzt diesmal. Wir haben eine, achso, das ist übrigens auch neu. Oder doch, es ist eigentlich neu. Es gibt die 911, wenn Leute Notruf wählen. Und es gibt eine Backoffice-Hotline, wenn Leute Verwaltungsaufgaben machen wollen. Sprich, du kannst Notrufstellen machen, das ist cool für die Polizisten tatsächlich. Du kannst Notruf machen und du kannst teilweise Leute anrufen lassen, wenn die irgendwas Verwaltungstechnisches wollen oder irgendeinen Termin machen oder so. Wir haben jetzt also zwei Nummern dazu. Ja. Genau, das ist für alles gut. Die Leute sollen sich erstmal umgucken. Sollen erstmal schauen. Ich will erstmal eine Runde drehen. Wir werden jetzt erstmal einmal den Highway abfahren Richtung Norden, damit ihr sehen könnt, was ich mit den Bäumen meine. Das sollte nicht so neu sein. Ich habe schon gesehen, dass das auch andere Server haben. Aber ja. Ich habe eine Reshade-Mod drauf, ja, damit das ein bisschen mehr Kontrast ist. So, man sieht hier halt deutlich mehr Vegetation rechts und links. Ne? Das fällt aber jetzt noch nicht ganz so sehr auf, weil es erst ganz oben hier am Gefängnis relevant wird. Ist cool, dass Sektor das jetzt auch hat, dass hier einfach mehr Vegetation ist. Hier auf der linken Seite befindet sich das Gefängnis. Ist auch komplett überarbeitet worden. Das wird man sicherlich auch nochmal sehen. Hier sieht man jetzt hier diese ganzen Bäume und so.
Das macht das alles ein bisschen lebhafter, ne? Es ist nicht alles so. Ist nicht alles so, wie sagt man, trist, ne? Da, wo Vegetation sein kann, ist auch Vegetation. Kann natürlich auch die Map wieder größer machen. Also für den Fall. Das kennt man ja auch. Und vor allen Dingen etwas, was wir jetzt noch nicht sehen, was aber stattfindet. Wir haben endlich wieder Wetter. Es gibt endlich wieder Wetter-Chat. Wetter. Es gibt Wetter. Wir laufen auf Rage. Also, oder Sektor läuft auf Rage. Hier vorne auch deutlich mehr Vegetation, ne? Mal gucken, wann wir das erste Mal die Performance runterleidet. Aber bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt. Regen? Bruder, ich habe es sogar schon schneien sehen. Polizeiautos sind Granger, Buffalos, Unmarked Granger, Unmarked Buffalos. Das hier ist der M-Rock oder so. Das ist so ein Sport-SUV. Nichts Besonderes. Keine Custom-Fahrzeuge, weil das die Performance nur kaputt macht. Natürlich auch hier im Norden. Fahren jetzt über die andere Seite zurück. Und hier, ich glaube, hier war immer schon Vegetation. Aber es ist halt deutlich mehr geworden, ne? Wir werden mal sehen, wie die Performance ist. Je nachdem, wie die Spielerzahlen sich dann verhalten. Das wird natürlich dann auch nochmal Ausschlag geben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es okay. Ich glaube, das hat vielen Leuten gefehlt in diesem Liberty City-Kontext, dass sie nicht rausfahren konnten aus der Stadt. Ne? Das hier ist halt so viel größer. Es ist halt so riesig. Das ist krank. Das ist wirklich krass. Ich werde morgen eine Frühschicht einlegen. Das ist genau, das muss man vielleicht auch noch sagen. Also es wird jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich gesagt habe, ich will diese Ingame-Position bespielen, wird natürlich einiges an Zeit reingebuttert. Wir werden also morgen Vormittag so ein bisschen in die GTA-Frühschicht reingehen, um zu gucken, dass das alles aufgebaut wird und so weiter und so fort. Ne? Und dann geht's weiter Sonntagabend und dann und so weiter und so fort. Ne? Dann werden wir gleich mal zum Central Park oder Stadtpark oder Würfelpark, ehemals Würfelpark fahren. Wie ihr sehen könnt, ist er auch heftig modelliert worden. Sieht anders aus. Hängen auch schon Leute rum. Kein Würfel mehr am Würfelpark. Medics anscheinend auch am Start. Also kurzer Rundtour erledigt. Und jetzt gucken wir mal, was auf uns zukommt. Wa? Ach, was auch neu ist, ist, dass man nicht mehr satt wird von Automatenfressen. Also man muss schon richtiges Essen essen. Du kannst dich nicht mehr von diesem ganzen Scheiß ernähren. So, simulieren wir mal Arbeit. Fährt der ein Schäfter? Wie günstig sind die Schäfter hier? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo? Was kann ich für Sie tun? Nun, ich würde gern mit den ranghöchsten Officer hier reden. Okay. Wäre das möglich? Klar. Gibt es dafür einen thematischen Bezug? Aber natürlich. Ich würde mich gerne hier bewerben. Klar. Ich bin gleich wieder da, ja? Und bring ihn. Aber natürlich, Sir. Ich habe gehört, Sie wollen sich bewerben. Ach, das ging ja schnell. Ja, das ist korrekt. Jack Bullock, mein Name. Bullock? Richtig. Können Sie konkreter werden bei Bewerbung, damit ich das so irgendwie einordnen kann? Hausmeister, Kaffeeautomaten auffüllen? Verzeihen Sie, natürlich. Nun, ich würde mich gerne natürlich als Officer bewerben. Officer? Richtig. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir unterhalten uns ein wenig, ja? Ah, ich komme rum. Sehr gerne. Mr. Buller, kommen Sie. Aber natürlich. Verzeihen Sie, ich habe noch nicht Ihren Namen erfahren. Den habe ich Ihnen auch nicht gesagt. Ah, verständlich. Natürlich, Sir. So, kommen Sie.
Gut. Mr. Bullock. Was war der Vorname? Jack. Jack Bullock. Okay. Mr. Bullock, mein Name ist Manfred Lynch. Ich bin Chief of Police vom Los Santos Police Department. Haben Sie denn Vorerfahrung? Nun, Sir, ja, die habe ich tatsächlich. Da ich in Vegas bis vor einer kurzen Zeit war und dort auf einer Polizeiakademie gelernt habe. Ich habe sogar ein Diplom diesbezüglich dabei, was ich Ihnen auch gerne zeigen würde. Sie haben ein Diplom und das... Wie ist Ihre Quote? Nun, ich habe laut meinem Ausbilder mit Bravour abgeschlossen. Ich meine nicht, wie Ihre scheiß Ausbildung gelaufen ist, sondern wie Ihre Quote an den Spieltischen aussieht. Ach, verzeihen Sie, Sir. In der Hinsicht, nein, ich habe nicht gespielt. Okay, gut. Aber ich habe dort durch meinen Studiumplatz quasi ein bisschen Geld nebenher verdient, weil ich dort im Sicherheitsbereich mitgearbeitet habe. Studiert, also Sie haben das abgeschlossen und dann wollten Sie woanders arbeiten, weil das vor Ort nicht so interessant war? Nun, Sie kennen das doch bestimmt selber. Irgendwann zieht es ein Richtung Heimat zurück. Ja. Und das ist Ihre Heimat hier. Richtig, richtig. Ich bin hier aufgewachsen. Verstehe. Gut, Sie haben von einem Diplom gesprochen. Zeigen Sie mal her. Aber natürlich. Bitte schön, Sir. Oh. Mit Bravour. Bullock, Jake. Aha. Ausgezeichnete Leistung. Ja, schauen Sie euch richtig drauf. Ja. Ja. Wer nochmal der Director? Ein gewisser Roger Harris. Mit so einer Glatze? Ja, ja, genau. Sehr, sehr arroganter Mann, der, wenn es ihm nicht gepasst ist, auch wirklich ausfällig sein konnte. Ja. Aber, naja. Naja, ich kenne Mr. Harris. Ah ja, gut. Aber ich vergesse mal Ihre persönlichen Einschätzungen dazu. Aber natürlich. Recognition of the satisfactory grade made of by him. 25th day. Diploma. Ja, schön. Gut. Kann ich das behalten oder wollen Sie es zurück? Das wäre mir natürlich Ehre, wenn ich das wieder zurückhaben könnte. Ich könnte Ihnen natürlich eine Kopie zukommen lassen. Ja, nehmen Sie. Gut. Das heißt, Sie haben keine Vorerfahrung, aber eine Ausbildung. Eine gewisse Vorerfahrung habe ich, wie gesagt, schon. Was ist denn eine gewisse? Nun, wie gesagt, ich kenne mich relativ gut hier in den Straßen von Los Santos aus. Ja. Dann können Sie auch Taxifahrer werden. Ja, das ist korrekt, aber das persönlich liegt mir eher weniger. Nicht wegen den menschlichen Interaktionen, die ich führen könnte, sondern ich möchte natürlich auch ein bisschen für die Sauberkeit sorgen. Nicht, wenn die jetzt kommen mit Straßenfeger oder sonstiges, nein. Schon im Sinne der Polizeiarbeit. Okay. Gut, dann können Sie anfangen. Ab sofort. Ah, Moment. Manfred Lynch, Los Santos Police Department, was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag, Dr. Conrad Hawkins, mein Name, Leiter des MDs. Ah, Mr. Hawkins, hallo. Ja, hätten Sie vielleicht gleich mal Zeit für ein Treffen, um sich mal zu unterhalten und vielleicht Zusammenarbeit mal zu besprechen? Ja, kommen Sie doch gerne im PD vorbei. Ich habe gerade einen Bewerber hier und muss ein paar Einweisungen machen. Also, wenn es Ihnen passt, einfach vorbeikommen. Was? Oh Gott, das... Na, hier sind gerade Obdachlose in meinem Partie gelaufen. Entschuldigung? Mensch, meiner, grüß dich! Alles klar bei dir! Peace. Okay. Sir, soll ich die Herrschaft nach draußen beleiten? Ist der Zirkus in der Stadt? Wie, der Zirkus in der Stadt? Okay, Moment. Manfred Lynch, Polizeidepartement oder Zirkusregisseur? Ja, Moshi, ist Itchy. Ja. Ich hab ein Anliegen. Der
Experte hat gemeint im Gefängnis, ich soll das LSPD anrufen. Genau. Ich bräuchte eine Abholung. Sie brauchen eine Abholung, das ist fantastisch. Ja, das kann sich nur mein Katana dabei. Was haben Sie dabei? Ja, ich war im Flieger von Tokio bis hierher und hatte nur ein Katana dabei. Und nun bin ich hier im Knast. Können Sie mal bitte aufhören, hochzuziehen hier, bitte? Entschuldigen Sie, nicht Sie, Sie können weiterreden. Aber Sie sind jetzt krumm, weißt du, da muss der Rotzwaden auch mal hochgezogen werden. Ruhig. Sie wollen eine Abholung im Polizeidepartement haben. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ich bin gerade im Gefängnis. Meint er mich? Das ist natürlich schlecht. Nun kommt gut, dann würde ich sagen, machen Sie es bequem und ich gucke, dass ich es einrichten kann, vorbeizukommen. Ne? Gute Besserung. Okay. Gut, und Sie, was nee, Sie? Nee. Also erstmal klären wir das, was Sie da mit dem Zirkus meinen. Meinen Sie mich? So reden Sie nicht mit mir. Also das kann man tatsächlich auch nicht so sagen mit dem Zirkus. Ne? Nein. Ich meine wegen Ihrer farbenfrohen kanarienhaften Auftreten. Ja, wird Ihnen auch nicht schaden. Okay. Vorne ist das Licht an. Genau, vorne an der Karre ist das Licht an. Herrschaften, ein bisschen mehr Kontenance. Wir sind hier noch in meinem Präsidium. Ich danke Ihnen für den Hinweis. Wir brauchen mehr Bürger wie Sie, die mich darüber benachrichtigen, dass das Licht an ist. Na klar, nicht, dass dir die Batterie leer ist. Das ist ja unangenehm. Ja, dann weiß ich, wie ich das meine. Sagen Sie, Sie sind einfach reingelaufen, weil ich die Tür offen gelassen habe, oder? Die Türsperre weit offen, meiner. Schön. Gut. Na schön ist das nicht. Ja, absolut. Ich danke Einer, wenn hier mal ein Verbrecher reinkommt, schau mal, was dann hier los ist. Verstehe ich. Absolut, Sie haben absolut recht. Und deswegen würde ich Ihnen gerne zum Dank, weil Sie so sehr auf die Sicherheit achten, jeweils $500 als unabhängige Sicherheitsbeauftragte geben. Hervorragend. Weil Sie sich so richtig und wichtig eingesetzt haben. Ja, klar. Gut, dann würde ich Sie trotzdem nach vorne bringen, damit ich das Gespräch hier weiterführen kann. Natürlich. Na klar, Mensch, was bist du für eine Knalltüte? Ob Sie sich hier ein bisschen, vielleicht farblich, ein bisschen verändern wollen? Naja, wenn es was Dunkleres gibt als Schwarz, auf jeden Fall. Oh, ich sehe schon. Kommen Sie. Wir haben eine wirklich traurige Aura. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ja, passen Sie auf, dass das nicht auf Sie übertragen. Einer Kiesen. Ah, das kannst du ja keinem erzählen, ja. Gut, vielen Dank. Oh, tschüss, ja. Peace. Ach du Scheiße. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Nun, Sie wurden leider Gottes öfters unterbrochen. Ja. Ich gebe Ihnen die Chance. Das würde mich natürlich freuen, Sir. Ich werde Sie einstellen und da Sie berufliche Erfahrung haben, werden Sie direkt als Officer anfangen. Wenn Sie es verkacken, schmeiße ich Sie raus, ja? Aber natürlich, kann ich komplett verstehen, Sir. Wundervoll, kommen Sie. Gut, Umkleidekabine, linke Seite. Suchen Sie sich einen Spind aus. Vorzugsweise langarmig oder kurzärmig. Sie lassen die ganzen anderen SWAT-Kleidungen und so weiter, gibt es ja auch Westen, erstmal drin liegen. Einfach Standardkleidung, suchen Sie sich was aus, was Ihnen passt. Wunderbar. Ich denke mal, die Marke und so, für die man nur umhängen kann, sollen wir auch erstmal drin liegen lassen, richtig so? Ja, das lassen Sie erstmal drin. Ja, dachte ich mir. Wunderbar. Super. Kommen Sie. No Chloar meiner. GTSRP-Pok. Jetzt muss ich erstmal einen PC finden, der funktioniert. Scheiße, der geht nicht. Der geht. So. Ah ja, perfekt. Mitarbeiter. Bullock Jake. Haben Sie eine Wunschnummer? Nun, mit der Nummer bin ich komplett offen, Sir. Ich würde mal schätzen, Sie sind die 01, korrekt? Korrekt, ja. Ah, dann sehen Sie mich als die 02 an. Gut, ich gebe Ihnen die 10. Okay. Wundervoll. Personalakten. Okay. Gut. Dann kommen Sie trotzdem nochmal mit, ich zeige Ihnen die Ausrüstung. Natürlich, Sir. Habe ich vorne eigentlich zugemacht? Ah, warten Sie.
Das ist die Standarduniform übrigens. Gibt es einmal ein kurzärmlich, einmal ein langärmlich. Finde ich sehr, sehr gut. So. Ausrüstung. Sie melden sich an, sie kleiden sich ein, tragen sich mehr oder weniger ein, dann sind sie im Dienst angemeldet. Von da an haben sie Zugriff auf Fahrzeuge und natürlich auch sonstige Ausrüstung. Mit dem Taser können sie sicherlich umgehen, mit dem Standardschusswaffenrepertoire. Da gleichen wir uns wahrscheinlich dem Vegas PD relativ standardmäßig an. Na, richtig. Sir. Sie finden hier ihre Ausrüstung, nehmen sie die mal an. Los Santos Police Department, was kann ich für Sie tun? Hi, ich habe eine Frage. Wo bekomme ich ein Auto? Sie sind doch die Infostelle, oder? Ja. Beim Gebrauchtwagenhändler. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja. Gut, kommen Sie. Haben Sie Ihre Ausrüstung? Aber natürlich so. Gut. Taser, ich denke Schlagstock, Gefechtspistole. Das sollte soweit der Standard sein. Je nachdem, wie Sie sich perspektivisch hier bewegen in Zukunft, werden Sie natürlich auch mehr und besseres Equipment zur Verfügung kriegen. Wunderbar, wunderbar. So. Ja. Lassen Sie mich überlegen. Sie können arbeitstechnisch eine freie Auswahl treffen. Kommen Sie mal hier rüber, damit Sie gucken können, ob... Genau, der hier sollte funktionieren. Schauen Sie mal, dass Sie an die Tastatur gehen, an den Rechner. Der ist gerade im Standby. Sie machen den auf über F3 oben einfach. Ja, genau. Gucken Sie mal, ob Sie da rein können. Ja, das sieht relativ gut aus, ja. Sie sollten eigentlich schon rudimentären Zugriff auf Personalakten... Bürgerakten, da ist noch nicht so viel angelegt natürlich, haben und so ein bisschen was sehen können. Auch das schwarze Brett, was aktuell noch leer ist. Ja, ja, das sehe ich alles. Gut, da wird es immer wieder aktualisierte Eintragungen geben. Wichtig, dass Sie mal einen Blick drauf haben. Wir werden zuerst die sogenannten Kommunikationsrichtlinien festlegen, das bedeutet TEN-Codes. Vielleicht sowas schon mal gehört. Ich werde das zeitnah nachtragen. Gut, nun zu den Fahrzeugen. Kommen Sie. Und merken Sie sich alle, was ich sage, damit Sie nachher Leute rumführen können und ich nicht scheiße nicht nochmal machen muss. Aber natürlich, Sir. Mache ich gerne, Sir. Sie haben ja schon gesehen, draußen steht ja schon ein unserer Einsatzfahrzeuge. Fahrzeuge finden Sie dann hier. Unmarkiert ist für Sie tabu. Ja, gucken Sie mal. Stanier haben wir, der Standard. Vielleicht aber auch ein Ranger oder was auch immer. Hauptsache, es ist markiert. Und wenn Sie Privatfahrzeuge haben, die haben vorne nichts zu suchen, damit da die Einsatzfahrzeuge stehen können. Okay, dann sollte ich gleich nochmal vor die Tür gehen. Genau, dann sollten Sie das mal wegfahren. Auch die Garagenplätze hier unten sind für Einsatzfahrzeuge reserviert, weil wir relativ großes Polizeidepartement planen. Aber natürlich, Sir. Gut. Das sollte kein Problem sein. Dann kommen Sie. Falls Sie es hier zu irgendwas bringen können, kann ich Ihnen schon sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, sich im Polizeidepartement zu engagieren. Wir haben Management und Operation Services, die für die Verwaltung und die mehr oder weniger Sicherstellung des Polizeidienstes, im Streifendienst zur Verfügung stehen. Wir haben DOA Services, Drug Operations Agencies, das heißt Spezifizierung, wir haben eine interne Ermittlung, wir haben Education, wir haben alles, was Sie brauchen. Kommen Sie. Wunderbar, wunderbar, das hört sich doch gut an. Das heißt, ganz am Ende liegt es an Ihnen, wohin Sie wollen. Sie, im Worst-Case-Szenario sind Sie in einer Stelle, wo wir uns nie wiedersehen, weil Sie in irgendeinem hintersten Eckchen irgendwelche Aktensachen machen. Ne? Das und, will ich natürlich nicht hoffen, weil es mega langweilig ist. Ja, ich denke, das wird auch nicht passieren. Ich werde Sie hoffentlich mit vollster Zufriedenheit begeistern können. Gut, dann nehmen Sie bitte hier nochmal Ihr Funkgerät. Ne? Das nehmen Sie entgegen. Wir befinden uns, wenn Sie es einstellen, immer im Funkkreis 1. Ja. Standard-Funkrepertoire ist ja immer Ihre Dienstnummer, die Dienstnummer, die Sie anfunken, kommen für die Dienstnummer, die Sie sind. In dem Fall wäre es jetzt so, dass ich einfach mal simuliere: PD0C oder PD10 für 01 kommen, dann sagen Sie kommen und ich gebe die Anweisung und so wäre das im Wechsel, aber dazu wird es eine Einweisung geben. Ah, wunderbar, wunderbar. Ich mache trotzdem mal einen Funkcheck. Check, check. Check, check. Perfekt, ja. Darüber wird das grundsätzlich jetzt ablaufen. Funkdisziplin ist immer zu wahren. Natürlich aktuell sind wir ein bisschen wenig. Sie sind der erste Officer, den ich einstelle. Wichtig ist im Umgang mit der Gebietenteilung. Unser Einsatzgebiet ist Los Santos. Sobald Sie den Highway nach oben verlassen wollen, werden Sie auf die Sheriffs treffen und die werden Ihnen Feuer unterm Arsch machen, weil Sie da nicht zu suchen haben. Ist das klar? Natürlich, Sir. Bloß diesbezüglich hätte ich tatsächlich eine Frage. Fragen Sie. Wie schaut das aus bei... Ja, sagen wir mal einer Verfolgungsjagd. Ja gut, die Verfolgungsjagden sind davon unbetroffen. Das heißt, wenn Sie eine Verfolgungsjagd hier unten starten, dann wird die auch nach oben hin ausgeführt. Das heißt, wenn die nach Norden fahren, heißt das nicht, dass Sie das abbrechen.
Wunderbar, wunderbar. Los Santos Police Department, Manfred Lensch, was kann ich für Sie tun? Ja, wunderschön. Ich habe hier gerade so eine verwirrte Frau gefunden. Kann ich da bei Ihnen vorbeikommen, ja? Na, ja, natürlich. Aber wenn die verwirrt ist, will die doch gar nicht zu mir, oder? Naja, wahrscheinlich schon. Ich gehe davon aus, sie wollte auch in der Stadt, ja? Achso, Sie wollen zur Polizei. Ich dachte, die rufen mich. Entschuldigen Sie. Ja, gut, dann bringen Sie die einfach vorbei. Ein Officer wird sich darum kümmern. Alles gleich. So. Sie werden jetzt aber erstmal nicht rausfahren, sondern werden jetzt hier Verwaltungsarbeiten zusammenstemmen und werden gucken, dass wir das hier einigermaßen über die Bühne geschoben kriegen. Ja? Fahren Sie erstmal Ihre Karre vorne weg. Richtig. Sie können die an die Seite hier vorne stellen am besten. Mach ich. Kann ich Ihnen danach was zu trinken bringen? Nein, ich habe zwei Hände, ich kann das selber. Jawohl.